Das ist das Splash. Das Splash ist ein Hip-Hop-Festival in der sogenannten Stadt aus Eisen, Ferropolis. Und die besteht fast nur aus Baggern und liegt an einem schönen See. Und das ist der Mike. Mike ist Hip-Hop-Fan. Aber das war nicht immer so, denn noch vor kurzem hat Mike noch andere Musik gehört. Das klingt komisch, ist aber so. Bei Jenny war das ähnlich. Und die sehen wir hier. Die beiden wollen dieses Jahr zum ersten Mal auf Splash fahren, sind noch ein bisschen unsicher dabei und haben uns deswegen gefragt, wie müssen wir uns dort verhalten, damit wir nicht völlig deplatziert wirken. Tja, wir waren auch erstmal überfragt und haben jemanden gesucht, der da etwas mehr Erfahrung hat und uns das erklärt. Und das ist der Falk. Hip-Hop hat unglaublich viele Bewegungstechniken hervorgebracht. Zum Beispiel den Running Man, den Dougie, den Soldier Boy, das Twerking, das Crumping. Das wäre natürlich alles viel zu viel für euch Anfänger, die wir liebevoll Toys nennen. Und deswegen zeigen wir euch einige simple Basistechniken, mit denen ihr auf jedem Hip-Hop-Festival brillieren könnt. Da wäre zum Beispiel der Klassiker, der Kopfnicker. Eine recht simple Bewegung, die man im Viervierteltakt ausführt, einfach von 1 bis 4 zählen und den Kopf zu jeder vollen Zahl nach vorne bewegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diese Technik kann etwas kompliziert werden in den modernen Zeiten, da zum Beispiel Trap-Beats so langsam sind. In diesem Falle hilft einem die nächste Technik, die wir euch beibringen werden, der sogenannte G-Look. Der G-Look ist ein relativ einfaches Posing. Stell dich einfach an die Wand oder die Bar. Bauch rein, Brust raus. Jetzt verschränk einfach die Arme. Schieb deine Hände unter deinen Bizeps. Das lässt ihn größer aussehen. Und dann zieh die Oberlippe hoch und tu es so, als hättest du eine halbseitige Gesichtslähmung. Ganz wichtig ist, dass du dich überhaupt nicht bewegst. Außer jemand rempelt dich an, dann hau ihm sofort eine rein. Der nächste relativ einfache Grundmove, den man beherrschen sollte, ist ein Konzertmove. Wir nennen ihn die Winkekatze. Dabei streckst du deinen Arm nach vorne aus und bildest eine flache Hand. Und jetzt einfach auf und ab, auf und ab, auf und ab. So als wolltest du dem Künstler ein bisschen frische Luft zuwedeln. Du darfst allerdings unter keinen Umständen den Arm stehen lassen. Das würde dir auf einem Hip-Hop-Festival eine Ordnungsschelle bringen. Eine auch mit Vorsicht zu genießende Technik ist der sogenannte Drunken Master. Dieser Tanz ist vor allem deshalb so beliebt gewesen, weil man immer erzählen konnte, dass man ihn tanzt, obwohl man eigentlich nur komplett besoffen ist. Für den Drunken Master ist es wichtig, Platz zu haben. Im Oberkörperbereich schmeißt man die Arme einzeln weg, als würde man zum Takt Ohrfeigen verteilen. Wichtig ist es, den Flow des Rappers mit Schlägen zu unterstützen. Eindrucksvoller wird es, wenn man zwischendurch den Körper einfach mal unkontrolliert wegsacken lässt, um ihn dann wieder kontrolliert aufzufangen. Ein weiteres wichtiges Bewegungselement auf Konzerten ist der Jump. Es ist eine recht simple Bewegung, die auch ihr Toys ohne Probleme hinbekommt. Falls du ein Rhythmuslegastheniker sein solltest, ist das kein Problem. Es sieht von außen aus wie eine chaotische Kinderhüpfburg und dein europäisches Rhythmusgefühl wird niemand bemerken. Der letzte wichtige Gruppentanz im Hip-Hop ist der Pogo. Eigentlich eine im Rock entwickelte Technik, die wir im Hip-Hop einfach gesampelt haben. Dabei bildet sich ein Kreis. Innerhalb dieses Kreises wird nun eine Art menschlicher Autoscooter-Tanz aufgeführt, der keinerlei Rhythmusgefühl erfordert. Dabei springt, rennt, torkelt, rempelt und schubst man unkontrolliert und vor allem wild alle anderen im Kreis befindlichen Akteure an. Eine wichtige Regel im Pogo besagt, dass der stürzt, Hilfe bekommt von den anderen beim Aufstehen, nur um ihn dann wieder hinzuschmeißen. Für die Fortgeschrittenen unter euch wird nun der Manfred weitere Bewegungen machen, darunter zum Beispiel der Two-Step. Im Europäischen auch Wechselschritt genannt, eine einfache, recht simple Bewegung, schaut hier.
Als nächstes zeigt euch der Manfred den Chicken Dance. Als dritten Tanz und wahrscheinlich als kompliziertesten von allen Tänzen wird euch der Manfred jetzt den Cooking Dance zeigen. Ein Tanz, erfunden vom Based God. Knife, knife, cook, cook, cut, 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 steak, steak, chef, chef, ha, 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 let that boy cook. Danke, Based Manfred. Vielen Dank, Falk. Da haben wir wieder was gelernt. Und jetzt viel Spaß auf dem Splash. Eine wichtige Regel im Pogo, die noch nicht in der Hip-Hop-Szene angekommen ist, besagt, dass der, der stürzt, liegen bleibt. Den Kopf zertreten bekommt. Ah, Kacke!